Stimmt, ja. Du wirst halt bei manchen Clubs wirst du am Erfolg gemessen, weil es einfach der Name. Ich hab jetzt Bayern genommen, ich Idiot. Moment, nochmal ja, zurück. Ist schlecht. Ja, Da ich hab eigentlich mich auch gar Leverkusen. nicht, bin, ist mir auch gar nicht aufgefallen, hätte Ja, ich. ja, 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 ja. Hier, Bayern 04. Genau. Ja, wie gesagt, du wirst am Erfolg gemessen und wenn der Erfolg ausbleibt, dann kannst du noch so ein Spielsystem haben für Jahrhunderte. Dann bist du einfach nicht der richtige Trainer in dem Moment für das Spielermaterial, was du da hast. Und das ist dann auch ein logischer Umkehrschluss, ne? Aber der Erfolg gibt ihm halt noch recht. Jetzt haben wir die Frage dann, Ja. ne? Was ist das Ziel mit Guardiola zu erreichen? Zweimal Champions League-Sieger werden in 4 Jahren oder einmal zu werden oder weiß ich nicht, weiß ich nicht. Letztes Mal hat es 10 Jahre gedauert, deswegen habe ich ja gesagt, also muss ich ehrlich sagen, als momentan amtierender Weltmeister und Champions League ist ja aus dem Vereinsfußball auch noch nicht lange her, da ist man eigentlich recht entspannt, was das angeht. Also man kann das Ja. auch mal, man kommt auch mal eine Phase ohne aus, das ist in Ordnung, ne? Aber wenn man es halt sieht, wie es dann läuft und woran es dann scheitert, das ist halt, was mir nicht passt. Ja, Wenn richtig. jetzt da wirklich mal alles gegeben hätte und Porto wäre die bessere Mannschaft, und warum kann Porto im europäischen Vergleich die besten 8 Mannschaften am Start, warum kann Porto nicht die bessere Mannschaft sein in dem Moment? Warum dürfen die das nicht sein? Ja, eben. Also, das ist halt das, was halt mir, muss ich sagen, und das zeigt eigentlich genau das auf, was man in der Bundesliga halt so ein bisschen vermisst, diesen, man hat ein Spiel und das kann man gewinnen, egal wer da auf dem Platz ist. Da wird schon im Vorfeld so viel überstrapaziert, was die Namen angeht und Marktwerte angeht und schieß mich tot. Wenn man will, geht alles im Fußball. Ja. Man will, geht alles. Aber ich würde ganz gerne nochmal auf das Klopp-Thema zu sprechen Gerne, kommen. gerne. Und Ist ein zwar, heiße ja. Thematik, ja. Und zwar, oder mehr, nicht mal um Klopp, sondern mehr um seinen Nachfolger. Es werden ja auch momentan wieder mehrere Namen gehandelt und Tuchel ist ja eigentlich schon der Nachfolger, ja, der schon fast feststeht. Allerdings, ja, ist das natürlich auch immer so ein bisschen umstritten, das Tuchel-Thema, weil ich bin auch der Meinung, Tuchel ist für mich mehr ein. Ja, ein Klopp 2.0, wie ich es vorhin auch schon im Chat gelesen habe. Also, ich geh da voll mit. Und die Frage ist halt, ob's in Dortmund. Ja, was brauchst du denn in Dortmund dann? Ja, das ist eben die große Frage, die sich stellt. Was braucht Dortmund momentan? Oder was heißt momentan in der kommenden Saison? Ist es eben ein ähnlicher Typ wie Klopp? Oder ist es ein komplett anderer Charakter, wie zum Beispiel der Souza von Basel, der ja nun auch gehandelt wird bei Dortmund? Ja, oder Watzke selber oder stellt was sich geht rein, wie bei selber? Hamburg. Genau, Sportdirektor. Ja, das ist eben die große Frage. Wer wird es letztendlich ja, wer ist der große Erfolgsbringer da dann? Und ich glaube, also ich bin da auch so ein bisschen Jens Keller, finde ich auch skeptisch. eine geile Geschichte. Bei Schalke vom Hof gejagt und bei Dortmund zum Meister geworden oder so. Ja. Aber ja. Ja, also es ist wirklich ein sehr, sehr Ja, wollen sie interessantes Thema. Umbruch? Es gibt Trainertypen, die bringen Umbruch, die bringen Neu- und Neuaufbau, Neugestaltung, was sie, wie du schon sagst, was sie höchstwahrscheinlich machen müssen, weil sich das System abgenutzt hat, weil sich die Philosophie abgenutzt hat, vielleicht auch so ein bisschen dieser ewige Underdog hinter den Bayern, ne, so gefühlt. Ja, Ja, klar. man, immer dieses Understatement, ja, wir wollen zwar keinen ärgern, aber wir machen trotzdem gerne mit, wenn es drauf ankommt. Ja, noch ein weiteres Thema, was ja jetzt auch seit ein, zwei Tagen in den Medien kursiert. Kedira soll ja jetzt wohl, ja, der War ja Kollege hat eigentlich wohl. fest für Schalke eingeplant, aber War jetzt ist ja fest, alles offen, ne? Fest für Schalke eingeplant. Es wurde ja vor einiger Zeit schon berichtet, dass Kedira einen Vorvertrag bei einem Bundesligisten unterschrieben hat, bei Naja wem gut, ich. den wird er bei Dortmund nicht unterschrieben haben, kann ich mir nicht vorstellen. Also das wird, glaube ich, jetzt erst interessant. Ja, gut, es war ja auch nur ein Gerücht, also es war ja jetzt auch keine offizielle Mitteilung. Aber also es ist. Ich weiß nicht. Also ich bin jetzt auch ein bisschen skeptisch, was Kedira angeht. Ähnlich wie ich Ja, bei ist nicht so Süle. dein Typ? Nee, Oh, ich finde absolut ihn nicht. toll. Also egal welche Bundesliga-Mannschaft würde ich toll finden. Und Weiß Schalke ich würde nicht. gut passen. Die brauchen so ein bisschen Leader-Typen. Auch Ja. einer der. Ja, ich finde, Kedira hat schon so Ausmaße wie einen Metzelder damals, zu seiner besten Zeit. Ja, aber es bedarf halt auch definitiv eine Alternative für Kehl, ne? Und Ja, da ist Kedira wohl besser. ja, eben, also was gibt es sonst für Alternativen Ja, für keine. Die Dortmund? können wieder losgehen und irgendwo einen Gabun einen ranholen. Einen Verrückten, der laufen kann. Aber bringt doch nichts.
Du brauchst ja mal Typen, das kann man jetzt auslegen, wie man will, aber du brauchst als deutsche Bundesliga-Mannschaft auch mal ein paar Deutsche in der Mannschaft. Das ist einfach so. Ja, natürlich. Du musst jetzt, du bist ja nicht in Man City oder hier internationale Kuala Lumpur, sondern du bist ja. Nee, es ist mal voll der Ernst. Das brauchst du. Du brauchst Identifikationsfiguren. Ja. Und wenn du die nicht hast, du musst auch deutsche Nationalspieler stellen, zumindest versuchen. Und wenn der ein oder andere wegbricht, wie ein Hummels und so, dann muss irgendwas nachkommen in die Richtung, ne? Ja, natürlich. Finde ich jetzt auf jeden Fall einen wichtigen Aspekt. Mag der eine so sehen, wie er will, aber es tut nicht schlecht, wenn man solche Spieler drin hat. Und drum um die herum dann so kann man ja Stars aufbauen. Ja. Ne? Mag auch sehen, dass man das ein bisschen durch die Bayern-Brille sieht, da ist es nämlich so. Kann auch sein, dass es daran liegt, dass ich das so mag. Dass man da auch wirklich Identifikationsfiguren hat. Und man sagt, hier, Müller, den will ich mir übersehen. Ist für mich der beste Spieler bei Bayern. Der hat bei mir Kredit. Der kann Scheiß spielen. Trotzdem hat er bei mir mehr Kredit wie ein Dante. Ist aber Fakt. Und dann musst du, wenn du das so haben willst, dann musst du auch ein bisschen in den eigenen Reihen gucken. Das meine ich ja damit auch, ne? Ja, klar. Aber jetzt natürlich, du musst auch einen eigenen Reihen aufbauen. Das bedarf ja auch Zeit. Ist ja nicht so, dass man jetzt von heute auf morgen den Kehlersatz ranschraubt. Da hätte man sich früher drum kümmern müssen. Ja, definitiv. Ne? Also, dass der ja aufhört, ist ja auch schon eine Weile klar. Ja, deswegen, also da wird sich Dortmund auch schon um eine Alternative gekümmert haben. Da gehe ich ganz stark von aus. Und vielleicht wird es ja wirklich Khedira. Wie gesagt, die ja, finde ich gut, fände ich sogar super, ja. Die Chance ist momentan 50-50. Also momentan sind ja wirklich nur Schalke und Dortmund im Gespräch oder mögliche Kandidaten für Khedira, zumindest laut Medien. Und einer von den beiden wird es am Ende, denke ich, auch werden. Und es wird sicherlich auch schon feststehen, wer es ist, aber es ist halt ein Thema, was noch nicht an die Öffentlichkeit gedrungen ist, wer es letztendlich wird. Also es wird sicherlich intern schon feststehen, wohin er geht. Kann ich mir gut vorstellen. Also Khedira muss ja auch, Planungssicherheit. Für den wird es ja auch nicht erst eine Woche vor Ende der Saison ein Thema werden, wo gehe ich nur hin. Deswegen, also ich glaube schon, dass es längst feststeht, wo Khedira hingeht. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, 3-0 übrigens für Neapel. Ja. Ja, Wolfsburg, das war's. Das war's, da sind sie raus, ja. Ja. Auch wieder früh nach Hause gegangen. Tja, schade. Ja, habe ich eigentlich gedacht, da wäre ein bisschen mehr drin, ja, für Wolfsburg. Ja, Wolfsburg diese Saison oder in diesem Jahr eigentlich auch mehr Chancen ausgerechnet, gerade weil sie sich auch in den letzten Spielen international so gut behauptet haben, aber ja gut. Absolut. Neapel wurde dann doch noch eine Nummer zu groß für Wolfsburg. Ja. Ja, ich sehe es gerade, ja. Sind jetzt die Minute, ja, da ist rum dann, das ist 3-0 zu Hause. Ja, das ist nichts. Warum soll das denn auswärts besser laufen, ne? Ja, eben. Da wird es damals noch schwieriger. Ja, ähnlich wie Paris gegen Barca. Ich denke mal, da sind die Messen auch schon gesungen. Also ich glaube, da wird auch nicht mehr viel anbrennen im Rückspiel. Nee, glaube ich auch Barcelona. Nicht. Ich glaube nicht, dass Paris da nochmal ein Feuerwerk abfackelt. Ich meine, wer soll es tun? Mit Ibra fällt ja nun mal auch wieder der Schlüsselspieler weg bei PSG. Und von daher sehe ich da auch keinen, der jetzt noch den großen Unterschied machen könnte. Zumal Barcelona zurzeit wirklich einen Lauf hat und auch wirklich sehr, sehr gut in Form ist. Jetzt mal da 2-2 am Wochenende gegen Sevilla außer Acht gelassen, aber das ist schon eine Bombentruppe, ey. Mal eigentlich einen kurzen Eck versenken, so wie der Stand. Ja, stimmt. Boah, ich kriege aber auch nichts gebacken mit Hannover. Ja, ist auch Hannover, ne? Schwer zu spielen. Ticken anders. Hey, fehlt der Tempo hier, das Grundtempo. Ja. Rolf ist, da fehlt ein bisschen an Technik. Ja, mich freut es aber für Kiesling, dass er sich in den letzten Wochen wieder einigermaßen gefangen hat. Hat er dann doch wieder ein, zwei Tore erzielt in den letzten Wochen. Das tut ihm sicherlich auch ganz gut nach der langen Durchstrecke. Ich meine, er hat ja zwar erst 7 Saisontore geschossen, aber davon hat er die meisten in der Rückrunde geschossen, wenn ich mich nicht alles täuscht. Ja, er hat eine lange Durchstrecke gehabt, hast recht, ja. Da war echt. Da fehlten ein paar Kiesling-Tore. Ja, richtig. Ja, gut, die haben dann andere geschossen, ne? Also ich fand jetzt den Dirmisch auch nicht allzu schlecht in der Liga. Aber nicht auffällig genug. Also, was man gedacht hatte, so wie er bei Nürnberg eingeschlagen hat, man denkt dann, da gibt es nochmal so einen Leistungsschub als, ne? Ja, klar. Aber dann sieht schon, das gibt's halt nicht immer. Das Ramos ist auch so ein Fall. Ja, stimmt. Ne? Von einem Abstiegskandidaten, da kann man mit Top-Quote. Aber auch die Plätze sind dann anders, ne? Du spielst dann in der Mannschaft, diesen Abschiedskandidat, da wird nicht so verteidigt wie gegen einen Champions League Aspiranten, ne? Ja, stimmt.
Das ist einfach so. Da ist ein weniger Raum. Und dann brauchst du schon viel Klasse. Ja, gerade international hat Ramos einfach nichts zu melden. Das ist so. Zu wenig. Ja, auf nationaler Ebene macht es vielleicht für einige Vereine noch reichen, aber auf internationaler Ebene hat man auch ganz klar gesehen, da hat er wirklich nichts. Also die sind taktisch immer auch wieder ein Ticken weiter. Das sieht man jetzt an Neapel. Die sind ja. Spielerisch gar nicht so gut bestückt. Nee, eben. Aber das ist dann wieder alles nur in Entwicklungsphase noch bei... Warum muss der denn jetzt stoppen? Warum muss denn jetzt der andere jetzt stoppen? Also der hätte ja durchlaufen können. Wolfsburg genauso. Die sind rein vom Kader her, sind die gar nicht so schlecht drauf. Aber... Nee. Reicht hinten und vorne nicht. Gamer Victor fragt gerade, was wir von dem Gerücht halten, dass sie die Santo zu Dortmund. Der nächste. Höre ich gerade aktuell zum ersten Mal. Wenn die Leute sich den Volland holen. Auch schon seit 2 Jahren. Ja. Da haben sie doch einen, den können sie doch aufbauen. Da kann man doch ein bisschen. Da kann man auch mal einen Spieler drin lassen, wenn man sagt so, yo, der ist doch nicht der Beste gerade. Hat eine schwere Phase, wir halten fest. Wir machen das zusammen. Richtig. Und das ist das, was mir so ein bisschen fehlt manchmal einfach auch. Weißt du, dass man sagt so, ja, man hat Spieler drin, weil. Nimm Immobile, wer ist Immobile? Ist mir doch Schwanz. Also ist doch so. Naja. Der hat ja gar keinen Bezug zu Dortmund, keinen Bezug zu Deutschland, zur Bundesliga, nee, etc. Da ist einem jetzt egal. Die haben halt nicht so viel Kredit wie andere, wie jetzt deutsche Nationalspieler in der Bundesliga. Ja, eben. Was ja vollkommen normal ist. Ist auch vollkommen legitim. Und das sind dann noch die Spieler, die ja als erstes wieder weg sind. Die sind auch schnell wieder weg, genau. Wie willst du dich an denen festmachen? Ja. Ist ja, du bist ein Verein und schaffst es, die über Jahre zu binden, ne? Also wirklich, dass sie so zufrieden sind, aber da muss das Geld auch fließen. Sieht man ja, ein Robben wäre auch schon längst wieder bei, weiß ich wo, wenn sie denen nicht das ordentliche Gehalt zahlen würden. Ja, eben. Ne, der wäre spätestens nach der Saison wieder gegangen. Da wären ein paar richtigen, an den richtigen Stellschrauben wird da was ordentliches erzählt. Alter. Ja. Alter. So ein Ding geht dann rein, weißt du, was ich meine? Das ist ein Spiel, Alter, das kannst du wegschmeißen teilweise. Ja. Der Ball war eben total außen nix. Einfach mal, okay, ich habe ihn zwar in die Ding gespielt, aber dass der Son dann das Kopfballduell gewinnt da unten. Jo. Also streckenweise ist es auch total kurios. Naja. Muss ich ehrlich sagen. Aber frei vom Tor, ne? Ja, kein rein, ne? Nur ein Torwart vor mir, kannst du reinschieben, den krieg er nicht rein, aber den macht er. Ah, scheiße, wie hast du denn den jetzt gemacht, Alter? Oh, weg! Kriegt sogar noch alle bearbeitet da, die ganzen Jungs. Hat nicht viel gefehlt. Ja, das ist halt, wie gesagt, ich tippe da auch ein bisschen vielleicht anders oder ein bisschen älter. Ist mir halt manchmal noch wichtiger, dass die Spieler dann, freut man sich einfach mehr mit der Entwicklung und alles. Boah, der im Tempo der Bellerade. Aber reicht nicht, hätte vorher spielen müssen. Ja. Da war ein Bruchteil eben, war eben offen, das Fenster. Glück. Das muss ich aber nochmal alle in die Offensive schmeißen hier, ansonsten wartet. Den mache ich ja auch hier. Ja, Castro ist auch schon jahrelang wirklich eine wichtige Figur in Leverkusen. Da schätzen auch viele den Typen irgendwie. Weil er ist halt nicht so auffällig wie andere. Gerade Defensivspieler fallen dann doch nicht so auf wie Offensivkräfte, das ist leider so. Aber der übernimmt da seit Jahren wirklich einen wichtigen Posten in Leverkusen. Ach Gott. Ja. Naja. Da oben nochmal mitlaufen, aber da kommt er auch nicht hinterher. Jo, das war's. Ja. Und ausspielen jetzt. Jo. Aufpassen nur wegen Abseits dann zum Schluss, wenn der andere so schnell wird da oben. Jo. Blöd, Mann. Ja, es ist halt, gerade diese großen Thematiken, die sind echt heiß zur Zeit. Ja, das stimmt. Auch gerade so die nächsten Phasen, ne? Man hat so ein bisschen das jetzt gesehen, auch bei Bayern, wir haben ja schon häufig gehabt von... Die next Episode bei den Bayern. Ja, wer kommt? Das ist die Frage. Das ist. Es fehlen ein paar Schlüsselfiguren. Oh, jetzt wird es nochmal deutlich, oder was? Oh, hat er langgelegt. Ja, und wie wir es fast heraufbeschwört haben, Griezmann ist ein Thema bei Bayern angeblich, ne? Also das war ja auch einer der Kandidaten, die wir da als mögliche Nachfolger gehandelt haben. Eben für Ribéry und Robben. Und ja.
scheint sich ja unsere Vermutung und der Verdacht doch zu bestätigen. Ja, es gibt ein paar Namen auf der Welt. Logo, der gehört dazu, ja. Ist der bei Atletico weg würde, weil es so eine andere Thematik, die sich immer noch im Raum stellen, ne? Kriegt man den von da losgelöst, ne? Ja, ja. Noch zwei Fragen hier im Chat. Naja, Dani fragt gerade, was ich zu Klopp sage. Naja, das haben wir vorhin im Dortmund-Spiel schon thematisiert. Da kannst du gerne auf YouTube nochmal das Video angucken. Ja. Piqué fragt auch nochmal, was ich davon halte, dass Ramos angeblich ja zu Köln gehen soll. Also vermissen würde ich ihn nicht. Also, na, für Horn. So ja. Schön, ja. So eine schöne Geschichte. Ja. Würde ich unterschreiben. Ja, ich auch. Mein Tipp, Leverkusen, Hannover, ja, 2-0. Ja, 2-0 nehme ich auch mit. Ja.